So, ich würde mal sagen, Magie, Zerstörung. So, zack und zack. Testen wir die erstmal kurz. Ah, okay, das ist hier so ein... Alles klar. Okay. Jetzt muss ich die dann mal gebündelt versuchen, was da denn dabei rauskommt. Sobald sich die Magika ein bisschen aufgeladen hat. Während ich weiter hier langschleiche. Man experimentiert ja gerne als Magier. So, eine Ziege mit Gold. Sowas hat man gerne. Oh nein, es hat mich bemerkt. Jetzt rennt es natürlich auch nicht in die Richtung weiter. Naja. Okay, gleichzeitig geht das wohl nicht. Es gibt dann zwei verschiedene Zauber, okay. Erde bebt. Was ist denn hier nicht in Ordnung? Bist du doof? Lässt sich von dem rollenden Stein erschlagen. So. Aber wieso ist hier bitte... Ich kann mit dem... Komm, wir rollen den Stein wieder zurück. Was ist hier bitte passiert? Wollen doch mal sehen, wo es denn da oben hingeht. Was hat hier einen Erdrutsch ausgelöst? Oh yeah. Eine schöne Nacht. So, hier ist Ende im Gelände, da kommen wir nicht weiter. Geiler Mond heute. So, gut, dann gehen wir wieder runter. Wo ist Lydia eigentlich? Kam die nicht mit? Nicht, dass die von irgendeinem Stein erschlagen wurde. Habe ich es erwischt? Zwei rote Punkte. Oh, Wölfe. Das war aber kein Wolf gerade. Zu hoch. So. Ein schöner Schuss. So, mal wieder zwischengespeichert. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. So, wo sind wir denn eigentlich mittlerweile? Wieso verpasse ich hier... Ach nee, wir kommen jetzt dann so rum, alles klar. Wollte schon sagen, ich verpasse jedes Mal hier die Einfahrt quasi. Eine Eisenerzader. Ach, du bist. Wollte dich jetzt schon abschießen. Aber hier geht's runter, nicht hoch. Aber da muss doch... Nee. Oder muss ich da hoch? Wow! Schon wieder ein Drache. So. Dem werde ich jetzt mal hier mit Blitz entgegenkommen. Ach nein. Wow. Super.
Hier sind wir irgendwie fast auf verlorenem Posten. Okay, das juckt ihn nicht. Lydia, lauf! Na komm. Oh ja. Wow. Heiß, 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 heiß. Wo ist er? Lauf! Zaubertränke. Heilung? Ich brenne. Ich sehe nichts. Mann. So, er muss irgendwo da sein. Alter. Habe ich denn eigentlich einen Heilzauber? Alle. Furcht, heilende Haut. Heilung. So, Sekunde. Wir sind bis 6, 7, 8, 9. Okay, es geht nur bis 8. So, schnell mal ein bisschen heilen. Es ist dunkel. Der ist aber hartnäckig, der Kumpel. Wow. Dich werde ich anzünden. Schon. Lauf doch! Ja, dann mach doch was, Lydia. Mensch. Ich bringe euch um, wenn ich es muss. Du musst. Bringe ihn um. Das ist hier schon wieder. Ich glaube, er ist über mir. Alter. Nein. Ja, das mit der Lebensenergie ist so ein kleines Problem gerade bei mir. Ich glaube, ich gehe künftig doch eher auf Gesundheit. Ja, dann schieß doch, mach was. So, nee, nicht du. Was? Wieso brenne ich schon wieder? Wieder.
Wo ist Lydia eigentlich? Oh nein. Komm, lauf, lauf, lauf! Nein! Alter, ist das hier mal ein... Ein Fight ist das! Wo willst du hin? Na komm schon. Was ist denn jetzt los, kleiner Drache? Oh Mann, mir gehen die Pfeile aus. Wenn sich das mal nicht lohnt, den Typen hier jetzt einfach platt zu machen. Bams! Jawolle! Huah. Sehr schön. So, 195 Gold, 9 Pfeile, ein Eisenkriegshammer, naja. Das nehmen wir natürlich wieder mit. So, Lydia, Liebste, jetzt müssen wir in diese Richtung. Den Drachen lassen wir einfach mal hier liegen. Wie kommen wir da hoch, verdammte Axt? Nein, sag nicht, dass es jetzt das... Ich bin da irgendwo außen rum getigert, weil... Dort hinten? Nee. Warte, da gucken wir dann, wenn wir unten sind. Hüpf. So, was haben wir denn hier alles? Nichts von Bedeutung. Da können wir nichts machen. Schade. Ist das dieser Sch... Okay, es ist tot. Die Türen ins Reich des Vergessens. Was ist das denn? Stahl, zwei Händer, der Himmel. Ja, die schaut gar nicht so verkehrt aus. Orkische Pfeile. Ach, oh! Ist da noch mehr? Irgendwas schießt doch hier. Hier aber kein. So, gucken wir mal. Skelett, der hat ein bisschen Gold dabei. Und der hat... Na, Pfeile. Jetzt speichern wir aber erstmal. Huch. Jetzt habe ich gerade meine Maus voll weggekickt. Und Gold. So, ein Blick auf die Karte verrät uns. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Eigentlich müsste hier direkt einen Weg hochführen. Aber das ist schon wieder eine Kletteraktion hier. Dann nehmen wir einfach den Weg. So, na komm her. So schaut's nämlich aus, werter Wolf. So, zum Glück jagen die hier nicht so in einem großen Rudel. Zwischengespeichert. Wer weiß, wo der andere hingerollt ist. Bestimmt bergab.
So, wo ist jetzt dieser Schrein? Ich würde sagen, genau da. Ah, schon wieder außer Puste. Den Schrein von Azura entdeckt. Hi. Azura hat gesehen, dass ihr kommt, Reisender. Ehrlich? Nicht die Neugier, sondern das Schicksal hat euch hierher geführt. Okay, wo ist Azura, wenn sie mich gesehen hat? Die Dunmeer erbauten diesen Schrein. Unser Land versank unter Feuer und Schwefel, doch Azuras Prophezeiungen führten uns in Sicherheit. Sie ist eine Daedra, ein mächtiges Wesen, das von jenseits der Welt der Sterblichen auf uns herabschaut. Sie hat euch zu ihrem Champion auserkoren. Das ist ja gut. Und was braucht die nette Dame? Ihr müsst eine Festung aufsuchen, bedroht und doch unberührt vom Wasser. Dort findet ihr einen Elfenmagier, der den hellsten Stern schwarz wie die Nacht scheinen lassen kann. Es ist rätselhaft, ich weiß. Aber Azuras Zeichen sind immer richtig. Ich glaube, bei der Festung handelt es sich um Winterfeste. Fragt dort, ob sie diesen Elfenverzauberer kennen. Gut, woher stammt dieser Schrein? Wer hat den gebaut? Die Dunmeer, mein Volk, haben ihn erbaut. Wir flohen nach dem Ausbruch Fadenfels vor fast 200 Jahren aus Morrowind. Wer an Azura glaubte, sah eine Vision, die uns von der Insel führte und vor dem Schlimmsten bewahrte. Dieser Schrein ist unser Dank an sie. Niemand soll vergessen, dass sie über uns alle wacht. Gut, und ihr seid hier ganz allein oder verstecken sich eure Dunmeer-Kameraden hier irgendwo im Schnee? Ja, es gab noch andere, aber Azuras Visionen stellten ihren Glauben auf die Probe. Sie verschwanden nach und nach, weil sie Angst davor hatten, in ihre Zukunft zu blicken. Aber ich verlasse den Schrein nicht. Die Visionen sind ein Geschenk. Azura warnt mich vor Tragödien, Kriegen und Tod, bevor sie sich ereignen. Ich lasse mich weiter von ihr führen. Gut, dann lasse ich euch mal weiter visionieren. All dies wurde prophezeit. Und wir müssen unseren Teil dazu beitragen. Gut, ich schaue mich jetzt noch mal ein bisschen um. So, habe ich denn die Quest jetzt erledigt? Schaut gut aus. Dann müssen wir jetzt eigentlich zurück zur Winterfeste. Und ich würde sagen, wir machen noch eine Schnellreise zurück zur Winterfeste. Und dann beende ich doch auch mal die Aufnahme. So, aber das mache ich nicht hier aus. Wen? Vampire! Na warte. Vampirdiener. So, die haben Dietrich, Gold, Pfeile. Hey, aufpassen! So, halt! Ich möchte ihn looten. Was macht ihr überhaupt in Winterfeste? Das geht dich gar nicht an. Leute wie ihr der Grund seid, dass hier niemand mehr wohnt. Was? Der ist ja unhöflich. So, frostiges Feuer, hinein. Hier ist es gut. So. Zack. Ja, Freunde, von dieser Stelle verabschiede ich mich wieder und wir sehen uns dann quasi beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Skyrim, und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht es gut und tschüssi.